Hallo Leute, hier ist wieder euer Lord Akune und diesmal mit einem neuen Dual-Commentary mit Assets. Servus! Und bevor wir jetzt zu unseren Themen kommen, erstmal was zum Gameplay kurz. Das Ganze ist Ground War von einem Abonnenten von mir, dessen Namen ich euch jetzt gleich sagen kann, und zwar The Destiny mit Doppel-I und YX am Ende. Ja, der hat das schöne Gameplay hier gespielt. Das ist eine Quad-Nuke halt, ein Bodenangriff. Ich kann zu dem Gameplay noch nichts sagen, ich habe es mir noch nicht angeguckt, nur den Anfang. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Quad-Nuke ist, vielleicht hat er mich auch verarscht. Hoffen wir es mal einfach. Und ja, jedenfalls, das ist das, was im Hintergrund läuft. Er spielt, also das soll ich noch dazu sagen, er spielt nicht immer mit einem 8-Mann-Team, das ihn dann supportet und so. Und falls ihr bei seinem Channel vorbeischauen wollt, den findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt muss ich noch ein weiteres kurzes Shoutout machen, und zwar für Vegas Editing oder 00SXS. Also jetzt mal kurz nochmal, wie man sich solche Namen aussuchen kann, ist mir auch schleierhaft, ne? Jedenfalls, ja, der hat damals bei Spreadshirt den Contest gewonnen, das ist jetzt schon was her, aber da hatte ich bis jetzt noch keine Zeit oder keine, oder ist immer vergessen, dieses Shoutout halt zu machen. Ja, Assets, was ist unser Thema heute? Und zwar, ich weiß nicht, die Leute, die mich abonniert haben, werden es vielleicht schon mitbekommen haben, und zwar... Also nicht allzu viele. Also alle YouTuber... die Geschmack haben und nicht Lautakuna abonniert haben. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich einen Contest veranstalten will mit Lautakuna, und ja, ich weiß immer noch gar nicht, wie ich ihn aufziehen soll, und deswegen ist eure Meinung gefragt. Wir sind ratlos und wir werden es auch gleich mal so ein bisschen diskutieren. Und zwar, hast du denn Ideen für den Contest? Also bis jetzt hatten wir immer dieses Kommentieren, Gameplay und schau, wie es uns gefällt, und dann gewinnt derjenige, der es am besten macht, sozusagen. Aber das ist halt auch hart ausgelutscht, muss man dazu sagen. Und von daher, also mir würde jetzt so spontan höchstens eine Challenge einfallen, die man bewerkstelligen könnte, zum Beispiel irgendwie in Black Ops 2 in 100 plus zu 0 oder sowas, und wer das schafft, gewinnt halt. Aber sonst würde mir nichts einfallen. Ja, ich weiß nicht. Also mein Problem ist auch so ein bisschen bei diesem Kommentier-S oder sonst was, dass da eigentlich nicht jeder mitmachen kann, beziehungsweise es kommentieren einfach wirklich nur sehr, sehr wenige. Und das ist ja auch eigentlich schade für die restlichen Zuschauer. Also ich fände es eigentlich ziemlich schön, wenn wenige kommentieren würden. Hätten wir weniger Scheiße so auf YouTube, aber... Ja, weniger Konkurrenz. Genau. Ja. Ich weiß nicht, aber so naja, das mit dem 100 plus da bei Black Ops 2 ist auch wieder so eine Sache. Ja, das ist halt so ein Ding, da kriegen dann halt diese ganzen, ich möchte jetzt nicht sagen Suchtis, aber die Leute, die halt dann ein bisschen mehr Freizeit haben, die werden dann da eher von profitieren, und sowas lässt sich natürlich auch faken, das ist natürlich auch noch eine Geschichte. Nicht mal das, aber auch, da ist dann auch wieder das Problem, dass man dafür dann ein Aufnahmegerät braucht. Ja, das stimmt auch. Obwohl, wenn man das in Black Ops 2 macht, gibt es ja den Kinomodus. Ne? Ja gut, da. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, da so 100.000 ja, Sachen zu kontrollieren. Ja, abfilmen, also da müssen die sich dann schon irgendwas einfallen lassen. Oder was ich mir auch noch überlegte, was ich noch ganz lustig fände, und zwar so eine Real-Life-Challenge, dass ihr, was weiß ich gebe euch eine Aufgabe, sagen wir, was weiß ich, ihr verkleidet euch als Zauberer, geht in McDonald's und... ja, was weiß ich, also pöbelt da den Verkäufer an. Ja. Das glaubst du ja wohl selber nicht, dass das irgendwer macht. Oder? Nee, aber also ich fände es witzig. Bei deinen 10 Abonnenten da, weißt du, und dann soll noch einer in Meckes gehen oder so und dann sich da selber lächerlich machen. Ja. Also die Chance ist dann doch, die tendiert dann schon so gegen null. Aber es wäre lustig. Ja, definitiv. Aber es macht halt leider keiner. Also da braucht man dann schon echt so wenig... Selbstwertgefühl, wenig Fremdschämen gehen oder was auch immer. Nee, warum, wir machen das in unserer Freizeit aber auch gerne. Also so, wenn ich sie wäre oder wenn ich du wäre, also es ist ganz witzig. Ja, das sollte man mal machen. Das könnte man auch mal aufnehmen. Sowas könnte man zum Beispiel auf der Gamescom machen. Das wäre echt eine ziemlich geile Idee. Aber, ja. Es am meisten Spaß macht es, wenn man besoffen ist. Also ich weiß nicht, was wir da für Scheiße gemacht haben. Also ich musste zum Beispiel in die Apotheke gehen und da ein Gras bestellen und habe dann 20 Minuten mit der Verkäuferin diskutiert. Oder der andere musste einfach so kriechend hinter Leuten herkriechen. Und das kommt einfach so bescheuert, wenn so 10 Minuten hinter die einer herkriecht. Ja, oder sowas in der Art, also es ist saugeil. Ja, aber ja, wär im Prinzip schon wirklich geil. Ich muss mich mal kurz jetzt hier auf Beschäftigt stellen bei Skype, bevor mich noch irgendwer anschreibt. Ja, wäre halt schon ziemlich geil, aber ich denke nicht, dass es irgendwer so machen würde.
Im Hintergrund, also ich sage nochmal kurz, was zum Gameplay ich sehe, der benutzt auch die AC. Und wie gesagt, ich kenne dieses Gameplay nicht. Ich möchte auch nicht dafür bürgen, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht, weil es sieht auch teilweise sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen? Sehr einfach erspielt aus. Ja, also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier echt nur die übelste Lappenlobby war. Und ob der jetzt hier einfach nur krasses Glück hat, aber es sieht schon ein bisschen krass aus. Ja, ist es denn PS3 oder Xbox? Nee, ich meine, es wäre auf Xbox. Ich habe gerade nicht aufgepasst am Anfang. Der sitzt gerade in der AC, da kann ich nicht sehen. Also. Aber doch, es ist Xbox. Ja gut, weil aber PS3, da kannst du ja eine Penta-Nuke machen und kriegst auf der Xbox keine Drohne hin. PS3 zählt ja sowieso nicht. Ja, nee, das ist ja nicht meine Spielekonsole. Das ist wie Wii, das ja. Zählt nicht. Also vor allem hier MW2. Ja, also wir könnten ja eigentlich auch noch was über Ghost reden. Du hast das auch schon gesehen, jetzt, den Trailer und alles? Nee, hier ganz kurz noch, und was ich jetzt noch sagen wollte. Und zwar, ihr könnt auch mitentscheiden. Also ihr könnt auch entscheiden, wie der Contest aussehen soll. Ihr könnt da einfach mal in die Kommentare schreiben, wie für euch der Contest aussehen soll. Ob es denn nicht zwei Contests geben soll. Ich weiß nicht, ein Facebook-Gewinnspiel oder so und einen anderen Contest, wo man was machen muss. Ja, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich habe noch ganz kurz was preiszugeben. Und zwar wird es sogar Gewinne geben. Also mein Sponsor erklärt sich bereit, Gewinne springen zu lassen. Und zwar wird es für den Erstplatzierten eine Call of Duty Ghosts Vorbestellung geben. Also die ein toller Gewinn. Ja. Die Plattform ist eigentlich egal. Und für die Zweit- und Drittplatzierten müssen wir uns noch was überlegen, aber da wird es dann auch Microsoft Points oder ja auch ein Spiel geben, was jetzt nicht so unendlich teuer ist. Ja, sowas. Also es kommt dann auch so ein bisschen auf die Teilnehmerzahl an, aber ich denke, die bekommen wir dann schon. Also auf jeden Fall dann mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt, was meintest du? Ja, mit Ghost. Also wir haben, können wir sozusagen noch mal kurz sagen, wir haben uns jetzt hier kein richtiges Thema rausgesucht vorher. Also wir hatten schon eins, Facebook und YouTube Zukunft irgendwie so. Ja. Aber ich glaube, Call of Duty Ghost, da gab es ja, da, also das kann ich nochmal kurz anschneiden, da gab es ja wieder so ein paar Kommentare. Ich hatte ja das Video gemacht mit meiner Meinung zu COD Ghost und das wird auch genauso passieren, dass das Spiel genauso wird wie alle Vorgänger. Und ich weiß, dass einige jetzt sagen, ja, die Grafik-Engine wird überarbeitet und so, ist alles Schwachsinn, es bleibt genau dasselbe wie immer, es kann sich auch nichts innovativ verändern. Und da hatte ich zum Beispiel den Vergleich, dass sich andere Spiele viel weiterentwickelt haben, also viel mehr weiterentwickelt haben, wenn das ein deutscher Satz ist. Und zwar zum Beispiel FIFA, die Reihe, falls du, denke ich mal, also wirst du, denke ich mal, kennen, von den Jahren 2000 bis 2008 oder also 2010. Also ich habe nie eins angefasst, gebe ich ehrlich zu. Ja, okay, ist egal, dann erklär es dir einfach ganz kurz. Die haben ja, aber für mich ist das eigentlich immer gleichbleibend. Also ich weiß auch nicht, was sich da so verändern kann. Bei COD ist es ja so, es bleibt sozusagen immer dasselbe. Das Einzige, was sich ändert, sind wirklich nur die Waffen und die Karten. Das war's. Es kommt nichts dazu, dass du einen Doppelsprung machen kannst, zum Beispiel, oder dass du, keine Ahnung, was irgendwie soll denn ein Doppelsprung sein? Jetzt im Lichtteil kannst du dann über Häuser klettern oder so, weißt du? Und bei FIFA ist es halt so gewesen. Das fand ich in dem Trailer einfach so richtig geil. So, oh, wir haben jetzt eine komplett neue Engine. Fische bewegen sich endlich, wenn man an ihnen vorbeischwimmt. Und das Witzige ist, das gab es schon, glaube ich, 2000 bei Super Mario oder wenn nicht sogar noch früher. Und das ist einfach nichts Neues. Oder dass man in dem Trailer einfach angibt, dass sie eine neue Sprung- oder Szene drin haben. Das sind Sachen, ich finde das echt. Ich weiß nicht, ob die das ernst meinen, weißt du, die kündigen das an, aber ich weiß nicht, ob die da wirklich jetzt sagen wollen, so, boah, das ist eine tolle neue Änderung, oder ob die das so meinen, so, ja, hier, wir haben was eingebaut, ne, Freunde, damit ihr immer wieder hier was sehen könnt. Ich glaube, die nehmen sich selber nicht mehr so richtig ernst, nee, auch mit den ganzen Tieren, die da einbauen. Also, das ist echt der letzte Witz. Es gibt jetzt irgendwie noch Hunde und so eine Scheiße. Ja. Aber was ich richtig schade finde, ist, dass eigentlich nur noch auf die Grafik geachtet wird. Das heißt immer nur, ja, geilere Grafik, aber vom Spiel her oder so ändert sich halt nichts. Und ich selbst bei der Grafik ändert sich meiner Meinung nach auch nichts. Das ist ja auch so ein Punkt, der mich einfach unfassbar aufregt. Ich meine, ich bin echt niemand, der jetzt nur auf Grafik achtet oder so. Aber wenn ich ein Spiel kaufe, das jedes Jahr dasselbe ist, ne, wo nichts Neues dazukommt, absolut gar nichts Neues, dann darf ich doch wenigstens erwarten, dass die Grafik sich verändert. Naja. Nicht mal das passiert. Das sieht immer noch aus wie Dresden 45 teilweise. Das ist einfach der größte Schwachsinn.
Also ich finde jetzt, die Spiele sind grafisch echt einfach hässlich teilweise. Also ich weiß nicht, da muss ich ehrlich sagen, da tendiere ich doch mehr zu Battlefield 4. Also ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so ein bisschen, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe das ja auf Xbox und da ist es, wenn man dann mal gesehen hat, wie es auf PC aussieht, schon verdammt hässlich. Also ja, das stimmt. Das ist schon krass. Ja, nee, also es kommt ja dann auch für die Xbox One raus. Oh ja, die werde ich mir auch auf jeden Fall direkt holen. Nee. Übrigens, hier eine Korrektur, kostet keine 600 Euro, sondern irgendwie nur 400 oder so. Dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Was ich geil, 600 Euro nur was ich geil finde, was ich so mitbekommen habe, und zwar wurde die Xbox 360, glaube ich, 4 Millionen Mal verkauft. Und sie rechnen jetzt aber dieses Jahr mit einer Verkaufszahl von 1 Milliarde. Und quasi, dass sich jeder siebte, achte Mensch auf der Welt einfach eine Xbox One holt. Also, das ist sehr, sehr optimistisch. Also, nee. Das ist echt krass, was die abziehen teilweise. Also, ich glaube, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste zwischen Xbox One und PS4, ich würde mir, glaube ich, echt die PS4 holen. Und ich bin ja auch niemand, der irgendwie sagt, die PlayStation ist besser als die Xbox oder so, aber bis jetzt, das, was ich von der Xbox angehört habe, ich stehe nicht so drauf, den ganzen Tag von der Kamera beobachtet zu werden und so. Das ist nee, ich auch nicht. Also vor allem fand, also ich weiß nicht, dieses Kinect hätte ich mir auch nie geholt. Ich finde, das gehört nicht unbedingt zum Zocken. Also wenn man... Das ist wirklich, ich möchte doch, wenn ich zocke, möchte ich doch nicht die ganze Zeit vom Bildschirm rumhampeln und wenn einer reinkommt, denkt der, ich hätte einen Anfall oder so, weißt du? Aber ich weiß nicht, für sowas gibt es dann auch ja die Wii U. Ich meine, da muss man ja nicht unbedingt was Neues erfinden. Ja, ja. Und aber selbst da muss ich sagen, also ich habe nichts gegen die Wii, aber das sind auch die Spiele, die würde ich jetzt nicht unbedingt spielen. Also ich habe es nicht so mit großartig rumhampeln vorm Fernseher. Einfach. Nee, ich auch nicht. Also ich bin mehr so der einfach da sitzt und gechillt irgendwas zockt. Ja. Aber obwohl es ja in letzter Zeit jetzt hier auch relativ wenig zu zocken gibt, muss man sagen. Also hier, Xbox war ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Xbox gespielt habe. Ist schon was her, du. Und, ja, bei mir auch. Ich glaube, 3 Monate. Nee, auch gut, zwei, ja, sowas. Aber dass sich so Spiele wie MW2, die halt wirklich eigentlich noch wirklich schlecht sind, so lange halten, ist auch echt krass. Also ich meine, das Spiel ist 2009 rausgekommen und jetzt hier sieht man immer noch ein Gameplay davon. Ja, aber das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis, dass zwischendurch einfach nichts Besseres gekommen ist. Ja, also das ist echt krass. So, das Gameplay ist jetzt hier auch schon fast vorbei. Heute zieht die Nuke raus. Wie gesagt, ihr könnt mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr so vom Gameplay haltet. Ich habe ein bisschen im Hintergrund drauf geachtet. Ich kann aber nicht sagen, es können auch einfach wirklich richtige Lappen sein. Und eigentlich war das jetzt auch ganz schön anzugucken. So. Die Gegner sind alle recht low, wie ich das gerade so sehe noch. Und sind auch jetzt nicht gequittet. Keine Ahnung, ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Essence, willst du noch irgendwas ankündigen? Ja, so ganz wichtig, schreibt mir mal eure Contest-Ideen in die Kommentare. Genau. Also ihr könnt ja auch wirklich mitentscheiden und wenn ihr die Chance halt nicht nutzt, dann gibt's vielleicht was, was euch nicht gefällt. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Okay, dann ist das Commentary hier, denke ich mal, zu Ende. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, das mit der Contest-Aktion. Ihr könnt auch mal eure Meinung zu Xbox One und PS4 reinklatschen und was ihr von dem Gameplay jetzt allgemein haltet. Jo, haut rein, ciao. Ciao.